So, nimmst du jetzt auf oder was? Also, jetzt kann ich das nicht sehen. Ja, aber hatte die nicht mal ein Licht gehabt? Ja, Leute, ihr wisst ja, bei mir wird alles immer nur probiert. Meine ganzen Videos sind immer nur Testvideos, so wie heute auch. Ah, aber ich habe euch was Schönes zu erzählen. Erstmal schönen guten Tag wünsche ich. Na, mal sehen, da ist so eine Magnethalterung, ob das so hält, deswegen der Faden da unten. Die Garage steht sonst nie mit einer Doppeltür offen. Ausnahmsweise heute mal. Und ich hatte den Helm ja wieder zu Hause, weil ich wieder was rumgewurschtelt habe und so weiter und so fort. Ist ja auch egal, selbst wenn ich jetzt den Helm aus der Garage nehme, habe ich ja keine Möglichkeit mehr. Früher hatte ich die Spiegel hier. Also stelle ich den Helm auf eine kleine Mülltonne, die da bei uns ist. Und schieb die Karre raus. Und da kommt eine aus Übersee, vorsichtig ausgedrückt. Also von ganz weit rechts und nimmt den in die Hand und zeigt so, ist meiner jetzt. Ich sage anders, nee, ist nicht deiner, ist meiner. Sind die denn blöd? Ich meine, die sieht, dass ich da in voller Montur mit dem Motorrad stehe. Vorher war schon ein Typ drin mit Rucksack und hat erstmal die Lage gepeilt. Ich denke mal, der hat geguckt und dachte, naja, schicke ich mal meine Frau vor. Er hat sich das nicht getraut oder was? Keine Ahnung. Naja, klar, aber könnte man denken, dass der da drauf geht. So ein neuer, nagelneu, also fast, ich meine, er ist ja nicht nagelneu, aber wer bitte stellt, also ich finde keine Worte dafür. 2 Sekunden hat er, 2 Sekunden ist ja übertrieben, aber naja, 2 Minuten hat er da gestanden und man muss alles festschrauben hier bei uns in Deutschland. In anderen Ländern werden einem schon die Finger abgehackt, wenn du Papier auf den Boden schmeißt. Ja, nur in Luschi Deutschland geht alles durch. Naja, also so fing das den Tag, wollte ich sagen, so fing das Video schon mal an. Ja, ich wollte mal gucken, wie das jetzt hier ist. Ich dachte ehrlich gesagt, auch die Kamera ist nicht im Blick, aber weil ganz ehrlich, dieser Bildausschnitt, den ich da immer habe, immer, ihr seht immer nur den ollen Lenker. Ich müsste die mal hier, wo ist denn eine Jacke, an die Brust hängen oder so. Ich habe schon geguckt, dieser Magnethalter hier. Ich hätte ja auch einen mit Saugnapf. Den wollte ich eigentlich probieren, den Saugnapfhalter. Aber der Saugnapfhalter wäre dann hier oben gewesen. Und so habe ich jetzt gedacht, nimm mal diese Magnetsache da. Mann, was ist denn hier 30? Stand da wieder 30? Warum ist denn hier 30 bitte? Nichts ist hier, gar nichts, keine Baustelle. Da rechts ist eine Baustelle, deswegen machen sie hier 30 oder was? Na, sieht man wenigstens das rote Licht nicht mehr so. Habt ihr es probiert, dass es sogar hier an meiner Jacke, da könnte ich es am Leder, selbst durch das Leder geht das durch, müsste ich dann auch mit dem Faden mal sichern. Denn wer der, die, so die Kamera ist ja jetzt hier ein bisschen weiter vorne. Und so ein Brustboot umschnallen, ja, das ist so kompliziert und alles, das ist nervig, das geht nicht. Das Beste wäre es wirklich hier vorne auf die Brust so unter der Jacke oder so zu machen, damit mal ein anderer View zustande kommt. So, jetzt mal zu dem, was letzte Woche so war. Da war ja die Biker-Union Sternfahrt. Für alle die, die sagen, ach, Biker-Union, ach, naja, haben keinen Bock mehr oder so.
Ich wusste das auch nicht. Normalerweise ist das eine gute Veranstaltung. Ob die das jetzt durchsetzen oder nicht. Ob die das jetzt durchsetzen oder nicht, ist eine andere Sache. Aber die sind die Gewerkschaft der Motorradfahrer. Und da braucht man natürlich Unterstützung. Und wie ich gehört habe, sollten jetzt sogar schon mal Warnwestenpflicht werden für uns. Und da setzen die sich wohl für ein und Sperrungen und was der Geier weiß. Jetzt wird es warm. Naja, und so weiter und so fort. Da ist eine Vespa, naja, vielleicht der Nest da drunter. Also von der Sache sollte man da schon mehr Aufmerksamkeit schenken, der ganzen Angelegenheit. Da waren ganz wenig da, ein paar Rot-Weiße waren da. Und das war es dann aber auch schon. Dann sind wir... Wie sind wir denn gefahren? Ja, über den Kudamm sind wir gefahren. Das fand ich sehr cool. Das war schön, über den Kudamm gefahren sind. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, was macht er denn jetzt hier neben mir? Man, du siehst ja, dass ich rüber muss. Mit gar nicht rum, Kalle. Über den Kudamm sind wir schön gefahren. Dann sind wir hinten Bikinihaus nochmal. Von hinten die Dächtniskirche, mir fällt der Name jetzt nicht ein, wie heißt es, am Zoo vorbei, ein Bikinihaus, Zoopalast, und am Zoo durch, geradeaus, geradeaus, und dann sind wir rechts, 17. Juli, Richtung Brandenburger Tor, und da war dann eine Abschlusskundgebung, ja, da gibt es ein, ach nee, halt, da gibt es ein Video, da habt ihr das Video schon gesehen und dieses kommt jetzt danach. Das würde ja keinen Sinn machen hier, weil das ist ja dichter, die Biker-Union. Und jetzt dieses Video, müsste ich jetzt vielleicht gucken, wenn ich das jetzt Mittwoch, nee, heute ist Mittwoch, also wird das nichts. Dann des Weiteren bin ich ja immer überrascht, wie viele Leute, die ich kenne, meine Videos gucken, aber da bin ich gar ganz stolz, dass ihr meine Videos guckt, die mich also jetzt auch kennen, sagen wir mal so, ja, wo ich immer nicht vermute, dass ihr das doch so macht. Ne? Waren bei den Duck Hunters und da war wieder mal eine Berufung, ach, deine Videos und so weiter und so fort. Ja, Grüße an dich. Ja, Duck Hunters, die hatten, glaube ich, ich sage jetzt mal keine Zahl, jedenfalls hatten die da eine Jubiläumsparty gemacht mit Musik, die ein bisschen, war altbacken, sagen wir mal altbacken. Aber ich fand sie jetzt so nicht so schlecht, war halt mal was anderes als immer lauter Rock und lauter Heavy. War nochmal ein schöner Abend, Temperatur war auch nochmal in Ordnung. Und ja, also jetzt nochmal, vielleicht wird es ja auch wieder ja nicht, ja. Seitdem ich die Kamera gechanged habe, habe ich Probleme mit dem Ton. Also es ist ja fast lächerlich. Das letzte Mal, da hatte ich das Video auch schon abgedreht und da war immer ja so ein Pfeifen, so ein Rauschen. So, als wenn der Wind, aber der Wind ist doch vorher nie durchgerutscht durch meinen Helm. Ich habe das jetzt vorne zugeklebt. Um zu gucken, ob es daran liegt vielleicht. Aber ich fahre mit dem Helm jetzt, seit weiß ich nicht, seit 2 Jahren rum. Hatte immer das Mikro. Mann, das nervt aber hier, ey. Juckt mir gleich die Nase. Hatte nie Probleme, ja, also was er gesagt, seit 2 Jahren fahre ich mit dem Helm. Seit 2 Jahren ist das Mikro immer an der gleichen Stelle. Gut, es kann sein, dass es mal rechts oder mal links ist, aber der Helm ist ja der gleiche geblieben. Und noch nie hatte ich da was. Dann habe ich auf die getauscht, dann war der Ton unterirdisch schlecht. Jetzt ist der Ton besser.
Aber dafür sind ab und zu Windgeräusche da. Das ist ja auch nicht schön. Also wie gesagt, ich habe das jetzt so geflippt vorne mit Tesafilm. Was leuchtet da? Nee, nee, leuchtet nicht. Und macht es nachher mal auf. Hab jetzt da drei Schaumpuschel rüber gemacht. Über dieses Mikro. Ein kleines, noch eins und noch eins. Also wenn jetzt immer noch Rauschen ist und Wind ist, dann weiß ich nicht. Dann hör ich auf mit dem Motorblock, weil das ist ja nervig. Dann mache ich nur noch Musikvideos oder was, weil die kann ich auch ganz gut. Werd da wahrscheinlich sehen dann. Am Sonntag 18:30 habe ich so angekündigt, kommt denn das Video von der Biker Union? Ach, ist ja allgemein, was erzähle ich euch denn? Ihr habt es ja denn schon gesehen. Und ich glaube, das kann ich auch ganz gut schon. Ja, was soll ich euch jetzt sagen? Ihr habt es ja schon gesehen, das Video, macht ja nichts. Wenn das jetzt eine Vorankündigung wäre. Also reden wir noch ein bisschen über das schöne Wetter, was jetzt abends kommt. Ein Freund von mir hat gesagt, es soll ja noch mal richtig warm werden. Naja, hoffen wir das Beste. Freedom is our religion steht an. Da wird es dann auch noch mal ein Video geben. Das wird wieder ein Musikvideo werden. Da werdet ihr das sehen. Und darauf folgend wird dann Freedom kommen, schätze ich mal. Ich habe im Amazon Warehouse oder Warenhaus oder wie man, also so ein Rückläufer oder was gekauft. Da stand da sehr gut. Und da es jetzt ein Teil war, was ich nur hierfür bräuchte, dachte ich, na, wozu muss das neu sein, ja? Wenn ich Geld spare, ist mir das ja recht. So, ich packe das aus, da ist so ein Windschutz bei, also ein besonderer Windschutz schon, der fehlt. Dann ist eine Zubehörschraube bei, weil die sehen anders aus als die GoPro-Artikel. Und der Schuh, um ihn sozusagen reinzustecken, habe ich auch genug zu Hause rumliegen. Aber es war halt nicht da, so dachte ich, rufe ich mal an jetzt hier. Da hat die mir 23 Euro erlassen. Dachte ich, gut, das lässt sich doch sehen. Das gefällt mir gut. Ich setze mich hin, will das anschließen. Jetzt kommt der Knaller. Was manche so Leute, und jetzt noch eine andere Sache, wie manche Leute so umgehen mit den Sachen. Ich packe das aus und ob ich es nun behalte oder nicht, reiße ich den Karton nicht kurz und klein. Das wird an einem Dings mit einem Messer oder was aufgeschnitten, dann klappe ich das auf. Der Karton sah aus, alles sah aus. Ja, dafür, wo ich es halt bräuchte, da war ja keine Buchse mehr drin. Also um das Mikro reinzustecken, wer dieses Ding vorher hatte, der hat da einen Schraubenzieher reingesteckt oder was. Man kann, wenn man da einen Mikrofonanschluss reinsteckt, kann man meiner Meinung nach die Buchse nicht nach innen drücken oder was, wo auch immer die war. Keine Ahnung, ich will da angerufen. Ich sage, ist das eine Scheiße hier so. Und jetzt kommt es. Da ist ja nur Xing Shang Chong am anderen Ende. Das habe ich doch schon mal erzählt im Video, dass mich das tierisch nervt. Dass sie zwar Deutsch schon verstehen, aber den Hintergrund nicht verstehen. Wenn ich jetzt bei Regen sage, ach, das Wetter ist heute aber schön, dann sagt die, ja, heute ist das Wetter schön. Dass ich das aber negativ gemeint habe, sowas verstehen die eben nicht. Und so ist es halt auch mit diesen anderen Gesprächen. Naja, dass die natürlich dafür nicht kann, ist ja klar, aber ich frage mich, was sind denn das für Leute, die das kontrollieren? Der packt es aus, der muss doch sehen, dass da Teile fehlen. Sowas darf doch nicht mehr in Umlauf geraten. Und dann sehr gut zu schreiben. Sehr gut wäre, wenn alles da gewesen wäre, wenn es ein Rückläufer wäre und so weiter. Was ich habe ein einziges Mal
ganz lange her schon, da hatte ich mir so einen Monitor bestellt, weil ich, damals war das noch nicht so mit Monitor an der Kamera, weil ich so einen Monitor haben wollte. Und da habe ich den, dieses Klebepad benutzt. Und weil der aber nicht funktioniert hat, oder nicht so, wie ich es dachte, habe ich einen gesagt, so, na, schicken Sie doch zurück. Ich sage, Mensch, ich habe das schon geklebt. Ja, kein Problem. Also du kannst, kaufst dir ein Handy, testest es 30, die wollen, dass du die verarscht. Die wollen, dass du die richtig verarscht. Also normalerweise müsste man sich da was weiß ich kaufen und nur die Hälfte zurücksenden. Kaufst ein Handy und schickst es ohne Akku an. Da sind die Akkus ja eingebaut, alles klar, aber. Oder schickst ein komplett kaputtes Handy zurück und sagst, ja, gefällt mir nicht. Da wird, ich weiß nicht, ob da was passiert, ob sie sagen, ja, sie haben ja ein kaputtes Handy, aber anscheinend ja nicht so richtig. Also ich wieder da angehoben, so, jetzt kommt der Knackpunkt, dass ich was Originales zurückgeschickt habe und wollte die Annahme verweigern, aber dieser Typ, der das geliefert hat, hat auch gar kein Wort Deutsch gesprochen. Mann, wo sind wir denn jetzt? Oh, das sollte man aber lassen, glaube ich. Mal bauchfrei, uiuiui, mit dem Shirt, uiuiui, die traut sich ja was. Uiuiuiuiuiui. So, was ist jetzt hier Sache? Kann das nicht haben, wenn vor mir ein Auto steht und ich nicht sehen kann. Mein Gott, klar, der muss jetzt nicht fließend Deutsch sprechen, aber so die Grundsachen sollten sie schon beherrschen. Also ich würde mich jetzt nicht nach Amerika trauen. Na klar, ich kann ja Englisch und wenn der was von mir will, dann verstehe ich das ja auch größtenteils. Also habe ich es angenommen, eine halbe Stunde später gleich zur DHL bei mir gebracht. Und trotzdem muss ich auf die Erstattung, wie bei einem gebrauchten Artikel warten. Und das ist, finde ich, falsch. Der Artikel ist nagelneu, da gibt es nichts zu prüfen. Ja, wenn der den jetzt aufmacht und prüft, ist da alles drin? Na ja, gut, dann ist er ja nicht mehr neu. Aber das seht ihr doch, da ist nichts, die Originalbanderole von Amma war drum, um den Karton, ja. Und alles, das weiß ich nicht, sind die alle blöde oder was? Das ist, ich kaufe jetzt eine, jetzt kommen meine super Beispiele. Ihr kennt meine Beispiele. Ich kaufe eine Zahnpastatube in einem Karton, nehme die mit nach Hause. Nächsten Tag bringe ich die wieder hin und sage, hier, ich habe noch genug, brauche die nicht. Dann nimmt die Verkäuferin das Ding an, guckt, ist alles zu. Meinetwegen ist noch eine Folie drum, die ich nicht abgemacht habe. Dann nimmt die das und stellt die das wieder in ein Regal. Dann wird die da nicht mit mir, gut, dann ist das eine kleine Summe, aber geht ja um die Originalverpackung. Und ich muss jetzt auch 2 Wochen auf die Erstattung warten. Jetzt sagte, ich muss noch bis Freitag warten. Ich sage, Mann, was soll sich denn bis Freitag ändern? Dann wird das doch ein bisschen länger. Jetzt zeigt noch das nächste. Das gleiche Ding, wer die auch kennt, DHL. Da steht ja dann drin, wurde angekündigt. Der nächste Punkt ist, wurde in das Versandfahrzeug geladen. Und der nächste Punkt ist, steht in Zustellung. So. Und wurde in das Versandfahrzeug geladen, steht dann so eine Woche. Und dann weiß man ja schon, dass da irgendwas nicht funktioniert. So, nach einer Woche habe ich dann angerufen, DHL, ja, warten Sie mal noch. Nächste Woche vergangen, nochmal DHL, ja, und bla, wirst du vertröstet. Dann bin ich zum Mediamarkt gegangen. Ich sage, hier, ich habe diesen Artikel bei Ihnen gekauft. Nee, damit haben wir nichts zu tun. Das ist Mediamarkt Online. Na, was ist denn das für eine Kacke hier? Darf ich denn Kacke sagen? Naja.
da haben die das einem Subunternehmen ausgelagert. Mediamarkt hat mit online nichts zu tun. Ich sage, na Mensch, können Sie denn nicht mal was schreiben? Nee, kann er nicht. Haben wir nichts mit zu tun. Haben wir, nur der Name ist Mediamarkt. Also ich sage, bitte, 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 ja. Das waren in 4 Wochen oder so. Machen Sie doch was. Schreiben Sie mir doch wenigstens einen Zettel, dass ich hier war. Nee, kann er auch nicht. Ich sage, wie sage ich? Sie können mir jetzt nicht einen Zettel schreiben mit einem Stempel Mediamarkt drauf und Ihrer Unternehmen. Nee, macht er nicht. Ihren Namen, seinen Namen darf er sowieso nicht schreiben. Hallo? Was ist denn heute los heutzutage? Letztendlich hat er sich nachher herab, weil ich dann schon über den Tisch gekrochen bin, langsam. Hat er sich herabgelassen und hat das auf ein formloses Zettelchen geschrieben, dass ich wohl da war. Ich sage, ihr könnt euren Laden dicht machen. In 5 Jahren kommt keiner mehr zu euch. Der Laden war leer, ja. Und das, gut, das war jetzt vielleicht vormittags, aber vormittags sind ja noch Rentner unterwegs, die auch alles erledigen wollen und nicht abends. Naja, das ist Vormittag, sagt er. Ich sage, hören Sie auf, meine Mutter war am Samstag bei Saturn um Mittag rum und da war auch kein Mensch zu sehen. Bei diesem Service machen Sie sich selber kaputt. Da gibt es andere, die das besser machen, sage ich so zu ihm. Da waren 2 Mädels, die haben sich so angeguckt, haben so geschmunzelt. Die werden das wissen. Die werden das alle wissen. Aber dieser Service, wer so ein Service, ich muss mal hier durchrutschen. Wer so einen Service anbietet, das ist doch, ist doch das, ja, ist doch Logo, dass die Leute da abspringen und abhauen. Wer so einen Service anbietet, fährt der Bus vorher mir? Nö, ich fahr jetzt. So, dann habe ich mit einem Kumpel erzählt, der sagt, hast du mit Amazon Pay bezahlt? Ich gucke nach, wusste ich gar nicht, dass Amazon Pay ist so wie PayPal, war mir neu. Ja, sag ich. Na, ich Amazon angerufen, ich sag, das und das ist passiert. Ach, schwupp, nächsten Tag oder übernächsten Tag hatte ich mein Geld. Und übernächsten Tag meldet sich Mediamarkt und sagt, tut uns leid, das Paket ist an uns zurückgegangen. Ja, ja, genau, habe ich mir gedacht. Genau, so ist es. So, und eine Woche oder 2 Wochen später kam ein Nachsendeantrag von DHL, die wissen wollen, wo ihr Paket ist. Also nichts da an Mediamarkt zurückgegangen. Das ist geklaut worden, so wie ich es den allen gesagt habe. Keiner weiß, was da drin ist. Jeder weiß, wenn er diesen Karton gesehen hat, dass da eine PS5 drin war. Und also diese DHL-Leute, die das, also hier, wo ich den, die nachher abgeholt hatte, hat gesagt, das wissen wir. Hast eine PS5 hier hinter zum Abholen? Das wissen die, welche, was da drin ist und so weiter und so fort. Naja, dann habe ich den geschrieben nochmal, weil ich eine Mail bekommen habe von Mediamarkt, dass das zurückgegangen ist. Na, sollen die sich jetzt darum kümmern. Aber wie schnell es denn auf einmal geht. Auf einmal, ups, kein Bock auf Stress, aber den Kunden vertrösten. So, da geht der Kunde und bestellt nicht mehr bei Mediamarkt, geht auch nicht mehr zum Mediamarkt. Der ist bei mir der Laden, schön um die Ecke, da könnte ich mal was kaufen. Nee, mit mir nicht mehr. Ich würde noch nicht mal mehr eine Batterie da kaufen. Das ist doch Verarsche am Kunden. Und deswegen machen sie sich selber kaputt. So, jetzt halte ich mal hier an und ziehe mal schnell den Zebrastreifen ab, den Tesastreifen. So, die mache ich hier aus hier vorne, wenn die überhaupt noch läuft. So, okay. So, jetzt zeige ich euch nochmal meine geile Karre hier. Soll ja nicht immer nur ein Motovlog sein. Na, könnt ihr nochmal schauen, wie geil die aussieht. Und die Auspuffe finde ich auch ganz gut. Die könnten jetzt, naja klar, könnten die noch ein Tick knackiger sein. Aber so von der Form finde ich sie schon schön passend so, ja. Im Netz gibt es einen, der hat die noch kürzer. Die sind natürlich, ach so, das ist auch für eine, für eine,
Für eine Sporty, naja, gut, okay. So sieht's erstmal aus, ne? Ja, im Winter mal gucken, was ich so mache. Da wollte ich ja Faltenbälge. Da habe ich einen gesehen letztens, da waren die picobello gerade. Und meiner Meinung nach waren die Wellen auch dichter beisammen und die waren auch richtig knackig schwarz. Die sehen immer irgendwie aus wie, ja, seht ihr ja selber, als wenn da immer noch Blütenstaub drauf ist, aber es gibt, ist ja kein Blütenstaub, naja. So, jetzt werde ich weiterfahren und werde mal gucken, ob es jetzt wieder rauscht im Karton. Weil dann weiß ich ja nicht weiter. Ich meine, wenn es jetzt die ganze Zeit gerauscht hat, dann, ja, dann ist es nervig. Wenn es jetzt rauscht, dann weiß ich, ja, dass ich es wieder abkleben muss. Ne? Ja, naja, ist ja auch gleich durch hier. 30 ist hier. Warum ist jetzt hier 30? Weil sie rechts eine Brücke bauen. Weil die Straßenschäden sind. Nein, die ganze Straße ist, wie ich jetzt gefahren bin, grottenmäßig hier. Aber gut. Können wir ja mal versuchen, 30 zu fahren. So, jetzt ist ja doch noch ein kleines Video draus geworden. Ein bisschen Meckerei zum Anfang und Meckerei am Ende. Oder drei Viertel Ende ist ja jetzt keine Meckerei. Ich sage jetzt mal ciao, Leute. Wir sehen uns, ja, denke mal bei Freedom is our religion. Ich hoffe, dass ihr da alle zahlreich erscheinen werdet. Obwohl ich ja letztens gehört habe, dass das, ich finde es immer noch eine tolle Sache, weil man ganz viele Leute trifft. Und ich stehe ja drauf, auf diesen Kolonnenfahrten, so mit vielen Motorrädern, dazu zu gehören oder so. Meine erste Demofahrt war die Gedenkfahrt, damals mit XT. Da sind wir über auf dem Kudamm gefahren. Das fand ich schon toll irgendwo. Da alle haben geguckt und haben, na, Videos haben sie damals noch nicht gemacht. Da hat ja keiner eine Kamera gehabt. War schon toll. Damals wurde halt viel fotografiert noch. So, und das ist bis heute geblieben. So, Leute, ja, gut. Genug der Schwafelei. Ich lasse das jetzt mal rödeln und mal gucken. Jetzt fahre ich natürlich leider nicht mehr schnell. Ja, ich sag mal ciao.